ein ominöses Gebäude ragt aus der Distanz hervor. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Stand da gerade, dass ich 370 Minuten gespielt habe? Siehst du das Gebäude dort hinten? Das ist der Chor, die Quelle aller... Da hat jemand eine Reihe zu viel freigelassen, glaube ich. Er konvertiert Erdwärme in magische Elektrizität um. Egal, da müssen wir jedenfalls hin. Ich muss dahin. Du sitzt wahrscheinlich in deinem Labor oder so und trinkst irgendwas, Kaffee oder so. Im Kurs ein Aufzug, der dich direkt zu Asgors Schloss bringt. Und von da kannst du nach Hause gehen. Nach Hause. Bitte wähle eine Etage. Links 1, rechts 2. Amina? Der Anblick eines eigenartigen Labors an einem Ort wie diesem, du bist erfüllt von Entschlossenheit. Ach ja, Shortcut. Da war ja was. Und in dem Moment schreibt Herbert, dass ich da schon war. Junge Herbert, weißt du, wie lange es her ist, dass ich dieses Spiel gespielt habe? Lange. Und wie funktioniert eigentlich, dass der... Wie funktioniert eigentlich dieser Aufzug, wenn er nicht nur die Höhe, sondern auch die Seite wechseln kann? Hey, ich bin der hitzköpfige Hitzkopf. Denk an meinen Namen. Nö. 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 Was ist das hier? Ich liebe Hot Dogs. Ey, ist es nicht merkwürdig, auf einem Dach vor dem Kerl Schnee liegen zu sehen? Wahrscheinlich ist er einfach zu faul, um es sauber zu machen. Toastige Semmel. Hey Kumpel, wie geht's? Ich will so ein Hotdog. Kostet nur Geld. Okay. Danke, hier ein Hotdog. Ja, Dog. Ob. Apostrophendog. Kurz für Hotdog. Hat das im Englischen mehr Sinn? Hey Kumpel, wie geht's? Willst du einen Hotdog? Kostet nur 3. Ja. Noch ein Hotdog? Hier bitte. Ups, ich hab keine Hotdogs mehr. Hier, nimm stattdessen diese Hotcat. Hey Kumpel, wie geht's? Willst du einen Hotdog? Nein. Ja, du musst Geld für Spinnen und das Studium sparen. Spinnen und das Studio. Was? Ein Kumpel, wie geht's? Willst du einen Hotdog? Kostet nur 30. Ja, du trinkst zu viel. Ich lege es einfach auf deinen Kopf. Hier ein weiterer Hotdog. Er ist am Dach. Naja, nein, liegt auf dir. Hier, viel Spaß, hier, viel Spaß, hier, viel Spaß, hier, viel Spaß.
und offen zu dir. So sehr ich es auch mag, Hotdogs auf deinen Kopf zu legen. 30 ist eine hohe Zahl. 29 ist in Ordnung, aber 30. Sieht es aus, als kämen meine Arme so hoch. Sorry, 30 ist das Schlimme an Hotdogs. Nicht Headcrabs? Alter, dat Physics. Ernsthaft? Tschüss. Schade, ich kann sie nicht mitnehmen. Abendessen mit meiner Freundin. Das ist ein Bild von einer Catgirl-Figur neben einer Schüssel voll Instant-Nudeln. Kann ich die auch blockieren? Cool Skeleton 95 postet ein Bild. Posten wir heiße Bilder? Hier bin ich und mein Kumpel. Das ist ein Bild von Papyrus. Alf ist der Reap. Gehört das jetzt so? Oder was ist gerade passiert? Posieren vor einem Spiegel und trägt eine Sonnenbrille. Das Bild wurde mit einem riesigen Bizeps retuschiert. Der Bizeps trägt auch eine Sonnenbrille. Okay. Lol, cool Skeleton 95, das ist ein Witz, oder? Lol. Der einzige Witz ist, wie stark meine Muskeln sind. I don't want to live here anymore. Napsablook 22 hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Anfrage annehmen. Er scheint sie schon selbst abgelehnt zu haben. Eine Schürze liegt am Boden. Mitnehmen? Du schleppst so viel mit dir herum. Hotdog? Fragezeichen, heilt 20 HP. Das Fleisch stammt von einem Rohrkolben. Rohrkolben? Hotcat? Heilt 21 HP. Wie ein Hotdog, aber mit kleinen Katzenohren am Ende. Schlürfentee. Du erhältst die alte Schürze. Das ist eine Pflanze. Dann ist das auch noch vegan. Stock. Hunde, die...
Freunde, die Weiden beißen nicht. Okay. Alte Schürze. Halt ein HP-Putz. Das nehme ich doch gleich. Du lüstest die Schürze aus. Was hatte ich eigentlich vorher an? Altes Tütü. Endlich ein schützendes Rüstungsteil. Auch weil ich ein Stück zerrissenes Stoff nicht unbedingt als Rüstung interpretieren würde. Hi. Das Rätsel hängt von deinem Timing ab. Das ist ein Schalter dort, du musst alle nach von deinem. Ich werde versuchen, meinen Rhythmus zu helfen. Bitte nicht. Doppelter Betrug. Ich helfe nie wieder bei einem Rätsel. Lamo. Ja. Ich hasse diese Chatsprache übrigens. Ich geh ins Wen juckt's? Ah ja. Ich remembere. Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwo von dem Ding runterspringen musste, glaube ich. So. Dann so. Nee. Ja. Irgendwie so hat's funktioniert, glaube ich. Mich auch nicht. Und ich wollte nur so tun. Warte, warum zeigt das Ding da vorne nach oben? Ich meine, es ist nicht so, als ob man da irgendwie hinkommen würde. Man kann auch nur in die Richtung laufen, wenn die... Die Sache ist, ich weiß schon, wie ich das Rätsel löse. Ich weiß nur nicht, wie ich das Rätsel des Rätsels löse. Ist mir nie aufgefallen, dass da oben auch ein Pfeil ist. Ja, ich weiß nur nicht, warum. So, als ob da oben ein Sekret wäre. Aber da oben ist kein Sekret. Ich wüsste
wüsste auch nicht, warum da oben ein Sekret sein sollte. Grrr. Vielleicht ist das Spiel doch smarter als ich. Egal wie smart du bist, andere sind Smarties. Junge, warum bin ich gerade so schlecht? Einfach nur schlecht. Ich brauche bei vielen Dingen Hilfe, aber... das hier zählt eigentlich nicht dazu. Ich meine, ich erinnere mich, dass man irgendwie komisch runterspringen musste. Aber ich habe keine Ahnung. Und nachher kommt da einfach nur sowas wie, ja, du musst da ja gar nicht runter, Amelna. So nah dran. Ja. Das denke ich mir auch oft. Aber es wäre jetzt auch irgendwie unvorteilhaft, wenn du mir jetzt eine gesamte Laufreihenfolge in den Chat schreibst. Wenn ich es unbedingt wissen möchte, könnte ich auch einfach mal als Let's Play davon reinschauen. Ich meine, der Ton ist grässlich, aber ich hab's geschafft. Ich habe einfach das, was ich am Anfang gedacht habe, einfach zur Seite geschoben, weil ich irgendwas anderes machen wollte. Was habe ich mir gedacht? OMG, wie kann man nur denken, dass mir 2 besser wäre als 1? Es gibt auch Leute, die denken, dass Mewtwo besser ist als Mew 1. Lol. Das ist ein Witz. Der Gedanke, dass Demos eines Tages den Safe hacken könnte und den Käse erhält, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Und mit einem Streamer, der jetzt das Fenster zumacht, weil sich irgendwer denkt, yo, mach ich mal Krach.
Runter von unserem Rasen! Hier! Das ist der Käseblues. Da ist ein Stück Käse in dem computergesteuerten Lasersafe. Die Laser haben die Ecken des Käses schmelzen lassen. Er klebt am Teller fest. OMG, sie ruinieren damit Mew Mews Charakterentwicklung. Meine Mew Mew 2 Rezension. Mew Mew knuffig süß 2 ist weder knuffig noch süß. Es ist Müll. 0 Sterne.